Ich erinnere mich noch, als ich mit 15 das erste Mal ein Nahrungsergänzungsmittel von einem Kumpel geschenkt bekommen habe. Es war ein Whey-Proteinpulver. Auf der Packung war ein breiter Bodybuilder und meine Mutter hatte mich angeschrien, weil sie dachte, dass es Anabolika sind. Damals konnte ich nicht so gut argumentieren und ich musste das Produkt letzten Endes wegschmeißen. Heute, 8 Jahre später, bin ich Ernährungsberater und Athletiktrainer für Fußballer und kann sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel unter gewissen Umständen hilfreich für Fußballer sein können. Im Gegensatz zu den Versprechungen vieler Produkte, die mit Slogans wie 90 Minuten Vollgas oder nie wieder müde im Spiel werben, bin ich aber ehrlich zu euch und sage ganz offen, dass Nahrungsergänzungsmittel nur ein kleines Teil vom großen Ganzen sind und kein Wundermittel, mit denen ihr auf einmal 90 Minuten Power habt. Inwieweit Nahrungsergänzungsmittel dazu beitragen, ist schwer zu sagen. Aber was ich garantieren kann, ist, dass die Genetik, die Ernährung und das Training einen viel größeren Einfluss auf eure Performance haben und die letzten beiden Punkte an erster Stelle stehen sollten. Das heißt aber nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht helfen, denn das tun sie sehr wohl. Und in diesem Video möchte ich mein über die Jahre angesammeltes Wissen und Erfahrungen zusammen mit wissenschaftlichen Studien nutzen, um euch die drei sinnvollsten Nahrungsergänzungsmittel als Fußballer aufzuzeigen. Erstens Proteine. Proteine sorgen unter anderem dafür, dass winzige Muskelfaserrisse, die bei Belastungen wie beim Fußball entstehen, repariert werden. Dadurch werden sie dicker, wodurch der Muskel wächst. Über den Proteinbedarf eines Fußballers streitet sich die Wissenschaft. Ich gehe mit der American Dietetic Association und empfehle 1,7 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, die ein Fußballer am Tag zu sich nehmen sollte. Ein Großteil dieser Tagesration sollte mit proteinhaltigen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Hülsenfrüchten abgedeckt werden. Aber vor allem nach dem Training ist die Einnahme von Whey-Protein sinnvoll. Whey ist grundsätzlich das Protein, das aus der Kuhmilch herausgefiltert wird. 80% des Proteins der Kuhmilch besteht aus Casein, was der Körper langsam verdaut, und eben diese restlichen 20% aus Whey. Der größte Vorteil von Whey-Protein ist die hohe Geschwindigkeit, mit der es verdaut wird. Dadurch kann es schnell in seine Aminosäuren aufgespalten und vom Körper effektiv unter anderem zum Muskelaufbau genutzt werden. Eine Studie aus dem Jahr 2013 fand heraus, dass Casein kombiniert mit Whey den besten Muskelaufbau erzielt. Dementsprechend macht es Sinn, Whey nach einer Belastung in Kombination mit Milch zu sich zu nehmen. Durch den hohen Caseingehalt der Milch und dem zugefügten Whey-Protein wird der Körper sowohl kurzfristig als auch langfristig ideal mit Protein versorgt. Die wesentlichen Vorteile nochmal zusammengefasst. Erstens kann der Körper das Whey viel schneller verarbeiten als andere Proteine aus Lebensmitteln. Und zum anderen kann man sagen, dass es eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit ist, den Tagesproteinbedarf zu erreichen. An diejenigen, die gesundheitliche Bedenken haben: Whey ist nichts anderes als ein isoliertes Element, das aus der Kuhmilch gewonnen wird. Zahlreiche Studien belegen, dass die Supplementierung keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Deshalb lässt sich sagen, dass Whey-Proteine ohne Bedenken eingenommen werden können, um den täglichen Proteinbedarf zu erreichen und einen besseren Trainingseffekt zu erzielen. Vor dem 15. Lebensjahr halte ich die Supplementierung von Proteinen für unnötig, da Jugendliche bis zum Durchlaufen der Pubertät einen geringeren Proteinbedarf haben, den sie durch die normale Nahrungszufuhr locker decken können. Zweitens Koffein. Koffein ist eine Substanz, die das zentrale Nervensystem stimuliert und neben dem Kaffeestrauch auch in vielen weiteren Pflanzen wie dem Matebaum oder Teestrauch vorkommt. Es ist die weltweit am meisten konsumierte psychoaktive Droge, weshalb ich die Zufuhr erst ab dem 15. Lebensjahr empfehle. Der Hauptgrund, weshalb ich die Zufuhr für einen Fußballer empfehle, ist die Wirkung. Es steigert die Kraft und Leistung und unterdrückt zudem die Müdigkeit. Eine interessante Studie aus dem Jahr 2012 hat 16 Rugby-Spieler in zwei Gruppen unterteilt. Einer Gruppe wurde 4 Milligramm Koffein pro Körperkilogramm zugefügt, während die andere Gruppe kein Koffein supplementiert bekommen hat. Anschließend wurden Performance-Tests mit ausgeschlafenen Athleten und Athleten mit Schlafmangel
aus beiden Gruppen durchgeführt. In beiden Fällen konnten die Athleten mit Koffeinzufuhr eine bessere Performance abliefern, was für den Effekt spricht. Ein weiterer Vorteil von Koffein ist die geringe Abhängigkeitsquote. Bereits nach 6 bis 15 Tagen ist Koffein vollständig aus dem Körper abgebaut. Ich empfehle, jede 1 bis 2 Monate eine Woche auf Koffein zu verzichten, um den Wirkungseffekt wieder hervorzuheben. Den größten Effekt kann man erzielen, indem man etwa 45 bis 60 Minuten vor dem Spiel oder vor dem Training Koffein supplementiert. Eine Menge von 2 bis 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht halte ich für angemessen. Zum Vergleich, eine 200 Milliliter Tasse Kaffee enthält zum Beispiel 80 Milligramm Koffein. Drittens, Kreatin. Kreatin ist ein Molekül, das der Körper selbst herstellen kann, aber auch in Nahrungsmitteln wie Fisch und Fleisch enthalten ist. Durch eine ausgewogene Ernährung nimmt man am Tag ca. 1 Gramm Kreatin zu sich, was nicht ausreicht, um die Vorteile, die zum Beispiel durch die Supplementierung zur Geltung kommen, zu erhalten. Es gibt hunderte von Studien, welche die Effizienz und Sicherheit von Kreatin untermauern. Und diese sind Kraft und mehr Energie. Examen.com verweist zum Beispiel auf 66 Studien, welche diese Vorteile bestätigen. Betrachtet man den biologischen Prozess im Körper, macht das auch hochgradig Sinn. Kreatin fördert nämlich die ATP-Produktion, wenn der Energiebedarf zum Beispiel bei starken Belastungen wie bei einem Fußballspiel hoch ist. Diejenigen, die Kreatin supplementieren, sollten auf eine ausreichende Wasserzufuhr achten. Ich empfehle mindestens 2, eher 3 oder noch mehr Liter am Tag zu trinken, denn Kreatin zieht durch Osmose Wasser in die Muskeln. Dadurch lässt es den Muskel zum einen optisch größer erscheinen und führt zum anderen zu den bereits erwähnten Leistungssteigerungen. Wie bei den anderen Supplements auch, halte ich die Supplementierung von Kreatin vor dem 15. und 16. Lebensjahr für unnötig. Zudem rate ich auch Spielern, die mit zu hohen Gewichten zu kämpfen haben, davon ab, da Kreatin zu minimalen Gewichtssteigerungen führen kann. Ansonsten ist Kreatin ein Supplement, mit dem man wissenschaftlich bewiesen die letzten Prozente in puncto Kraft herausholen kann. Am meisten Sinn macht eine dauerhafte Einnahme von ca. 3 Gramm täglich. Denn es besteht keine Notwendigkeit, Kreatin aufzuladen oder es abzusetzen, da der Körper im Gegensatz zu Koffein keine Toleranz gegenüber seiner Wirkung entwickelt. Auch wenn viele gesundheitliche Bedenken äußern, zeigen zahlreiche Studien, wie zum Beispiel diese, dass die langfristige Einnahme keine gesundheitlichen Auswirkungen auf den Körper hat. In dieser Studie führte eine 21-monatige konsekutive Kreatinzufuhr zu keinen gesundheitlichen Auswirkungen. Das war es auch schon mit den Top 3 Supplements für Fußballer. Zum Abschluss vergesst bitte nicht, dass am Ende des Tages Nahrungsergänzungsmittel oder auch Supplements genannt nur ein kleines Stück vom Puzzle sind, die aber durchaus letzte Prozente herausholen können. Danke, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es noch nicht abonniert habt, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Bleibt am Ball und bis zum nächsten Video.